Hallo und willkommen zum nächsten Part. Vielen Dank, PC, von an 1800. Ja, im letzten Part sind ja die Handwerker eingezogen. Und in diesem Part kümmern wir uns überhaupt nicht darum, dass hier Handwerker eingezogen sind, bis auf, dass wir hier Fenster machen wahrscheinlich. Wir haben noch genug Holz. Ja, wir haben 250 Holz. Ich dich auch. Außer, dass wir hier ein bisschen Glas hinsetzen irgendwo mal. Ich weiß aber nicht, wo. Das ist echt toll, wenn man nie weiß, wohin. Da wäre ein bisschen Platz. Hier wäre ein bisschen Platz. Hier unten wäre ein bisschen Platz. Hier wäre am wenigsten Platz. Naja, da noch ein bisschen. Also würde ich sagen, wir packen es dahin, wo am wenigsten Platz ist. Oder irgendwo, oder wir gliedern das noch irgendwo hier hin. Ich würde sagen, wir gliedern, obwohl von hier hat man wahrscheinlich gar keinen Zugriff mehr bis dahin. Sonst machen wir es hier hin, dann ist da nämlich noch die Quarzgrube in der Nähe, dann können wir die auch ein bisschen noch hier rüberschieben. Dann blueprinten wir mal ein bisschen. Und zwar setzen wir hier das Marktopthaus hin. Wie viele brauchen wir eigentlich? 30, 30, 1. Gut, das heißt, für zwei, drei Fensterfabriken brauchen wir erstmal mehr Stahl. brauchen wir... Das produziert doppelt so schnell. Das heißt, für zwei brauchen wir eine. Nicht wahr? Genau, für zwei müssten wir eine gebrauchen. Ja, genau, die produziert dann... genau, die produziert dann zwei und dann können sich die zwei die da nehmen. Sehr gut, das heißt, wir brauchen hier eine Glashütte und zwei Fenstersachen. Oder eine mit bisschen hochgedreht, mit 25% hochgedreht oder zwei mit 75%. Ich glaube, zwei mit 75 ist schöner. Und dann eine zweite Quarzgrube mit 75 und dann... Oder wir machen hier einfach nur zwei Fensterfabriken hin. So. Ist halt die Frage, bis wohin... wenn wir es hier rüberlegen würden, ob wir dann bis nach hier hinten kommen würden. Wir haben das zwar gerade ein bisschen umgebaut im letzten Part, damit das hier, wir uns nicht das Problem hier, die Frage hier stellen müssen, aber auch egal. Die stören hier nämlich so ein bisschen die Depots. So, die schieben wir mal darüber. Dann ziehen wir das nach hier und dann gucken wir mal, was jetzt, was hier denn ist, wenn wir das hier hinsetzen. Dann kommen wir tatsächlich bis hier überall hin. Das ist sehr schön. Dann fehlt uns hier für immer noch der Stahl. Stimmt, ja. Sprich, wir müssen hier oben mal ein bisschen gucken, dass wir hier ein bisschen mehr... Die Lager sind voll. Hochöfen. Ein Stahlwerk und noch ein Stahlwerk. Und keine Kanonengießerei, weil wir dafür das Geld nicht haben, weil wir schon wieder ein Minus haben. Geil, ich liebe es. Sie geben uns eine Stimme. Mach ich das? Okay, cool. Ist euer Sprachorgan so verstümmelt, dass ihr keine Stimme mehr habt, oder wie? So. Und dann werden wir auch wahrscheinlich gleich nochmal die Expedition losschicken. Jetzt mal hier. So. Haben wir hier eine ganz kleine Glasproduktion. Zwei Betriebe. Immerhin besser als nur ein Betrieb wieder oben, nicht wahr? Hier, was haben wir denn hier schon wieder für einen Mangel? Ich träume von mehr. Ja, du kriegst aber nicht mehr. Muhahaha. So, was haben wir denn hier schon wieder für einen Mangel? Dass wir schon wieder minus 80 haben.
Sag mir, was hast du hier für einen Mangel? War drüben irgendein Mangel? Scheint ja so. Die Kornkammern. Ach ja, hier ist der Schnaps jetzt leer. Cool. Sich denn nun hier noch eine zweite hinzusetzen? 40, 60. Und wir kriegen hier, wie viele waren das? Ich weiß nicht. 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mal sind schon mal 30 Münzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10 mal 10 ungefähr sind 300 Münzen. Also von daher lohnt sich das auf jeden Fall. Man muss da natürlich die Mitte alten Tage rauskürzen. Aber naja, insgesamt machen wir da, glaube ich, ein Plusgeschäft, wenn wir hier noch was hinzufügen. Wir setzen es natürlich so hier hin. Da muss ich noch mal ein bisschen was umbauen. So. Und dann so. Können wir hier euch Bauern ein bisschen ernähren, noch mit Schnaps. So, da einmal und dann einmal hier. Und dann hier nochmal. Danke sehr. So. Und dann bekommt ihr hier jetzt hoffentlich auch noch mal ein bisschen Schnaps wieder und könnt mir ein bisschen was geben von euren Münzen, damit nämlich der Vaterstaat überleben kann. So, hier liegt noch mehr Schweinchen rum. Ich könnte mal die Schweinchen hier ein bisschen runterdrehen. Da abschalten, solange bis dann hier ich keine Wurst mehr habe. Und keine Seife. Flaggschiff steht zu Diensten. So, sammelt das hier nochmal wieder ein. Neue Befehle? So, dann fahren wir gerade mal rüber und sammeln hier nochmal das ein. Na. So, danke. Gut, du kannst noch mal gerade nach Hause fahren. Du musst sowieso nach Hause fahren, also von daher. Und dann können wir hier jetzt... Wir brauchen wir Geld. 6500. Yay! Sprich, wir kümmern uns jetzt gleich um die Expedition. Oder wir machen das im letzten Part von heute. Menschen lassen sie hochleben. Zwei hier noch ordentlich was. Und dann schieben wir das mal. Ne, wir füllen das gerade noch mal auf und schieben es dann rüber. Segel! Na, was haben wir hier im Paprikagard für ein schönes Fest? Städtischer Karneval. Warum braucht man für Karneval Raketen? Ich dachte da eher an Silvester. 40 Minuten lang, 250 Attraktivitäten mehr. Plus 40 Zufriedenheit, plus 5 Einkommen, bringt mir schon mal ordentlich was. 10% mehr, 100% mehr Besuche. Das Spezialisten die Insel besuchen. Sind Sorgen für Zusatzeinnahmen durch aus Bier, Schnaps, Rum und Sekt. Sehr schön, ich krieg wieder mehr Geld durch meinen Schnaps. Okay, cool. Na dann. Wir lieben sie. Yay, ich krieg jetzt 8 Münzen und nicht nur 6 durch Schnaps. Das ist doch geil. Muss ich halt nur gucken, dass die Schnapsversorgung ausreicht. Ihr müsst mal kurz Überstunden machen. Beziehungsweise nicht so viel. 25 reicht aus, glaube ich. Schnaps dürfte ja ausreichen, also von daher. So, müsst ihr halt nur gucken, dass es genügend Schnaps hier gibt. Gut. Hier können wir die Straße einmal kurz ein bisschen pflastern.
So. Und dann nochmal hier rein. Danke sehr. Haben wir hier jetzt 11 benötigt. 11, wenn wir noch brauchen. Okay, cool. Das ist aber nicht so wichtig. So, dann haben wir hier jetzt... nee, dafür brauchen wir immer noch 6500. Das heißt, wir füllen... Wir wollten das hier noch gerade einmal auffüllen und das dann rüberbringen. Bruder! So, wir brauchen sowieso... Was braucht man überhaupt nochmal für die Expedition in die neue Welt? Ach, die heißt sogar Expedition in die neue Welt. Lustig. Bis das Blut in meinen Adern kocht oder gefriert. Die neue Expedition in die neue Welt. Yay, sie haben es umbenannt. Nicht Expeditionsunbekannte, sondern Expedition in die neue Welt. Die neue Welt wurde zwar schon vor langer Zeit entdeckt, doch es gibt Gerüchte über ein unbewohntes und fruchtbares Archipel. So kann man es natürlich auch schön einleiten. Nicht, wir haben keine Ahnung, wo wir hinsehen, aber wir gucken einfach mal. Die Pfeife eingemottet, als der Husten schlimmer wurde. Okay, cool. Er hat eine Pfeife eingemottet. Sondern jetzt gibt's nur noch... Jetzt existiert die zwar schon, aber es gibt noch ein unbewohntes und fruchtbares Archipel. Gefechtskunde, Kampfkraft, Heilkunst. Ach du heilige Gefechtskraft. Heilkunde, Kampfkunst. Kanonen? Lassen Sie uns das alte Fernrohr ausfahren. Kampfkraft. Wer kann denn hier bitteschön Kampfkraft? Eieiei. Geschick, Geschick. Aktionen. Heil, genau. Heilkunst sind ja Kartoffeln. Und Schnaps. Was? Ich habe nur noch 60 Schnaps da. Okay, lol. Heilkunst 20 sind genau... Ach, aber das hier sind noch Rationen. Das ist sehr gut. Dann brauchen wir... Ach, Kampfkraft. Stimmt, Kampfkraft kann der 5. Sehr gut. Nee, da sehen wir nur nicht eingesetzte. Jagdglück, Glaube. Durch Brot. Wenn man damit halt Abendmahl abhalten kann. Das deshalb dafür sehr gut ist. Gefechtskunde 15. Jagdglück, Gefechtskunde kann ja der auch hier ein bisschen. Also von daher. Zeit, den Sextanten zu entstauben. Was? Diese Expedition. Ja, stell dir vor. 20 Gefechtskunde, 15 Navigation. Okay. 10 Gefechtskunde, 20 Navigation. Da hat der hier sogar mehr von allem. Nee, der hat 5 Navigation mehr. Nett. So. Gut, das heißt, das werden wir wahrscheinlich im nächsten Part verlegen. Aber jetzt haben wir immerhin mal wieder ein solides Plus. Das heißt, jetzt können wir uns hier mal ein bisschen um Schnaps gleich, um Bier gleich kümmern. Neue Befehle? Pflicht erfüllt. Zeit für ein Nickerchen. Da steht ein Schiff zu verkaufen. Sagen Sie nicht, dass ich einen Termin verpasst habe. Nee, hast du nicht. Ach, so sieht Blake im Krieg aus. Interessant. Bereit für neue Befehle. Dann schieben wir den hier mal nach Hause. Wir haben minus 32 Bauern. Ach du heilige Scheiße. Warum wäre ich nie vor sowas gewarnt? Das gefällt mir nicht. Ich brauche wahrscheinlich dringend eine zweite Feuerwache, nicht wahr? Bräuchte ich, glaube ich, mal irgendwo. Ich wollte hier auch noch ein bisschen nach hinten rücken. Das geht aber wahrscheinlich gar nicht, weil sie im Einsatz ist, nicht wahr? Doch, ich kann ihn tatsächlich verrücken. Lustig. Dann, voll verrückt, nicht wahr? Bedumms. So, schlechter Wortwitz. Schlechter Wortwitz für diesen Part abgehakt. Schieb die mal dahin, weil dann können wir da nämlich noch eine Straße lang ziehen. Das ist sehr gut. Und hier auch noch. Dann nehmen wir das hier weg. Setzen hier nochmal wieder... Nee, hier setzen wir nicht diese Häuser hin, sondern die von da hinten, die zwei Handwerker. Die kommen wieder hier hin. So, danke sehr.
Genau, die sind da zum Glück noch am Löschen. Sehr schön. Und dann hätten wir das. Müsste ich mal in dem Anno-Discord-Server nachfragen, ob man es irgendwie anschalten kann, dass man für jede Feuernachricht, für jedes ausgebrochene Feuer hier eine Nachricht kriegt. Das finde ich nämlich ganz schön. Ach, fuck, jetzt löschen die gar nicht hier, weil sonst fahren wir zurück, obwohl ich das gar nicht will. Mist, weil hier können sie ja noch weiter löschen eigentlich. Die zwei. Naja, sonst machen das die hier hoffentlich auch noch. Okay, cool. Das heißt, wir können uns mal hier um ein bisschen mehr Stahl bemühen. Das Schöne bleibt unter einem undurchdringlichen Dunstschleier von... Findet es scheiße, dass sie ihre Sache verschmutzen. Yay, dann haben wir jetzt drei Stahlwerke. Uiuiui, dann brauchen wir doch eigentlich auch drei Hochöfen, oder? Na, die Rechnung ist scheiße. 30 auf 45. Das ist ein auf anderthalb. Aber ja, wir brauchen noch einen... nee, brauchen wir eigentlich nicht. Okay, nun, Gießerei können wir jetzt wieder hochstufen. Aber wenn wir die hier noch mithalten wollen, dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen. Aber wir haben ja hier theoretisch auch noch alles gelöscht. Deine Truppe genug. Ist ganz schön aufzeigt. Und wir haben ja hier auch noch genug Eisenwaren. 246 haben wir hier tatsächlich noch. Lustig. Wir können hier noch einen Trittdepot hinstellen, dann können wir bis zu 300 lagern, nicht wahr? Genau, aber naja, im Moment haben wir das Geld, aber das werden wir sehr schnell wieder nicht haben. Wenn wir hier irgendwo Bier hinstellen. Können wir denn hier mal Bier hinstellen? Irgendwo hier, glaube ich. Ja, das ist sehr schön, wenn wir hier Bier hinstellen könnten. Gut, dann würde ich sagen, wir siedeln hier hinten erstmal noch ein paar Leute an. Alpaga. Das hier ist dann Jagdhausen. Man hat ja die Orte früher auch nach dem Zweck benannt, glaube ich. Und deshalb... ich bin immer noch ein bisschen krank. Das werde ich auch wahrscheinlich noch bis zu den Semesterferien sein. Deshalb nehmen wir das Haus, genau, die Insel hier auch mal Jagdhausen. Und dann bekommt ihr hier ein schönes Dorfzentrum hin. Ich würde sagen, direkt hier hin, weil wir hier nämlich die meiste Fläche haben. Uhu. So. Vielleicht noch ein bisschen nach rechts. So, danke sehr. Dann einmal hier eine gerade Linie. Dass man eine gerade Linie bis zum Hafen ziehen kann, das kommt auch selten vor. So, dann stellen sie hier gleich die ersten Hütchen hin. Spannen die Schirme auf, wo hier noch niemand wohnt. Spielstand gespeichert. Blueprints. Okay. Ne, das ist unschön. Nee, das sieht scheiße aus. So ein bisschen will ich ja dann doch schön bauen. Dann machen wir es wieder wie da. So, 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 so und so. Weg falsch gezogen. Weg müsste hier dann gezogen werden. Nicht da lang. So. So und so und so und so und so. So. Dann können wir die hier auch nochmal hier richtig schieben, dass das hier auch wieder halbwegs okay aussieht. Und dann so. Und dann haben wir hier jetzt eine halbwegs schöne Siedlung. Das heißt, das ziehen wir gerade hoch, bekommen dann hier Zeit der Landwirtschaft rein.
Machen hier eine Straße hin, machen da eine Straße hin. Machen hier eine Straße hin. So, und dann machen wir das wohl hier jetzt gerade den restlichen Part hier eine Siedlung hochzuziehen. Yay. Mit einem Fischergrund. Einfach weil in 1701 Fisch das Hauptnahrungsmittel war und ich deshalb immer und überall Fischgründe hinsetzen muss. Weil ich das so gewohnt bin, dass Fisch hier ein Grundnahrungsmittel ist. Eine Holzfällerhütte, ein sowas. Ein Sägewerk. So, eine Fischerhütte. Danke sehr. Dann das, wofür wir die 20 Ziegel gebraucht haben. Kommt gleich erst. Eine Feuerwache, die haben wir vergessen hinzustellen. Ich bin dumm. So und so. Und dann kommt hier die Feuerwache hin. Perfekt. Die Polizeiwache kommt dann auf die andere Seite. Da können wir auch schon mal ein bisschen Platz frei machen. So, und dann legen wir den... Kommt hier die Polizeiwache gleich hin. Die haben wir zwar eigentlich oben auch in der Auswahl, aber auch egal. Willst du dich drehen? Danke. So. Und dürfen wir dich eigentlich noch nicht hochstufen? 4 Holz fehlt mir. Das ist schlecht. Ich habe nämlich mal wieder gar kein Holz. Ich liebe es, gar kein Holz zu haben. So, und dann ist der Part auch schon wieder rum. Sprich, im nächsten Part kümmern wir uns wahrscheinlich um die Expedition. Ich dekoriere hier noch gerade ein bisschen die Sache ein bisschen, mit ein bisschen, bisschen. so. Danke sehr. Und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich und sag bis zum nächsten Part, dem wahrscheinlich letzten der Aufnahmestaffel und tschüssi.